Ja, Alia, das absichtliche Lachen im Alltag. Heute geht es um das Telefon- oder Handylachen. Ja, ich zeige dir gleich ein paar Varianten, wie du halt mit dem Handy einfach absichtlich lachen kannst. Es ist ein super Trick, um im Alltag auch draußen irgendwo zu lachen, wo du dir das normalerweise nicht genehmigen würdest. Und wenn du Alia gar nicht kennst, dann schau dir bitte vorher das erklärende Video an. Ich verlinke dazu oben und auch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten bis gleich bei dem Handy- oder Telefonlachen. Ja, das Handylachen. Das Handylachen ist eine Lachübung, die man tatsächlich halt auch im Lachclub, in einer Lachgruppe macht. Da symbolisieren wir das Handy mit dieser Hand-Fingerhaltung und tun so, als würden wir ein lustiges Telefonat führen. Ja, ja. Oder im Zeitalter des Smartphones auch gerne so. Ja, aber draußen im Alltag, wo andere Menschen vielleicht auch da sind, benutze einfach ein richtiges, normales Handy. Das ist deine Legitimation zu lachen. Ja? Wenn du das machst, wundert sich niemand. Ja? Du tust so, als würde dich jemand anrufen und... Mit ein bisschen schauspielerischem Talent kannst du auch noch ein bisschen realistischer es erscheinen lassen, dass sich jemand anruft. Und übrigens, wenn du das Gespräch annimmst, ohne dass es gebimmelt hat, macht nichts, es wundert sich niemand, ja, im Zeitalter des Vibrationsalarms. Okay. Hi. Ja, ja, habe ich schon gehört. Super Story. Ja. Ja. Herrlich. Du, das muss mir heute Abend noch mal genauer erklären, ja? Okay. Ja, ja, okay, mit allen Details. Okay, mach's gut, tschüss, bis heute Abend. Ja, so ein imaginäres Telefonat habe ich vor ein paar Jahren mal am Frankfurter Flughafen gemacht, wo ich mich geärgert habe, wo ich gestresst war und einfach mal lachen wollte. Ich habe das ganz einfach aufgenommen damals mit einem anderen Handy, beziehungsweise meine Freundin hat das aufgenommen mit ihrem Handy. Schau es dir an, ich verlinke oben unten da drauf. Ja? Als zusätzliche Möglichkeit kannst du es halt auch so verwenden, dass du dir ein lustiges Video anschaust. Vielleicht tatsächlich lustige Videos, aber wahrscheinlich würdest du nicht einfach so darüber lachen. Ja? Kopfhörer am besten benutzen, ja? Und dann schaust du dir dieses Video an. Und? Herrlich. Ah, wunderbar. Ja, es wundert sich niemand. Ja, das ist deine Legitimation, einfach so zu lachen. Das ist der große Vorteil vom Handylachen. Ne? Probier es aus im Alltag. Hier oder da, und du wirst sehen, du wirst immer mutiger, je mehr du das halt ausprobierst. Und noch so als kleinen Zusatztipp, lade dir doch vielleicht irgendwo ein schönes Lachen herunter, irgendwie als MP3-Datei, und dann kannst du das als Klingelton verwenden. Und wenn dich jemand anruft, dann lacht dein Telefon und bringt dich vielleicht ein bisschen zum Lächeln, zum Lachen und vielleicht auch, wenn das jemand anderes hört, um dich herum halt auch. Okay, ja, probier es aus, mach's gut, beziehungsweise lach's gut. Ha 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 ha